So, dann machen wir hier den Mist mal weg. Und öffne die Tür. Dann gehen wir in den CAG-Raum. CAG-Room. Oh, der ist ja richtig düster. Und hier der Visor wirft auch hier schön sein Licht an die Wand. Sehr cool gemacht. Hier ist ein Luftschacht. Von dem soll man sich eigentlich fernhalten, aber... Wir sind ja nicht so ängstlich. Was finden wir hier? Halbleiter. Wieder Ressourcen. Und jetzt finden wir... eine Pumpgun. Mal gucken, wie der so die Pumpgun aushält. Doch, das ist dem ziemlich egal, glaube ich. Die Sau. Kannst du mich verarschen, ne? Oh, daneben. Das war natürlich immer toll. Ist immer toll. Spießen wir ihn jetzt an. Da fliegst du, da hältst du nichts mehr aus, da fliegst du weg, mein Freund. Deine eigenen Waffen geschlagen. Und ich liebe das. So, die Waffenwahl ist eigentlich nicht so hervorragend, das ist irgendwie alles so langsam am Schießen. Hier ist ein Artefakt gewesen, ihr seht es ja da oben, Artefakt entdeckt. Und was haben wir hier? Mui. Was war das? Boah. Ey, obwohl ich schon hier war, es ist immer wieder irgendwie erschreckend. Das gefällt mir. Und der hat mich jetzt auch schon wieder überrascht. Glück, dass ich da noch so schnell reagiert habe. Boah, da fliegen die Fetzen. Yeah, Baby, komm, komm, komm. Chuck. Dann mit der Pumpgun, du Arschloch. Wenn du es unbedingt so willst, dann müssen wir das so regeln. Und hier wird es wieder dunkel. So finster die Nacht. Was? Oh. Ja, die schießt zu langsam, die Waffe. Das ist schlecht zu reagieren. Nachher holen wir uns mal an der nächsten Werkbank noch die andere Waffe mit. Und hier haben wir ein Feuerrate. Oder machen das rein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um das Ganze hier zu verbessern. So, was haben wir hier? Da kommen wir nicht weiter. Noch nicht zumindest mal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob man da weiterkommt. Ob man da langs muss. Irgendwann noch. Ich bin jetzt so weit schon, dass ich hier schon wieder fast alles vergessen habe. Ich weiß nur, ich habe auch im Koop mal angefangen, mit einem Kumpel zu spielen. Der hat irgendwo eine Schadensplatine gefunden, recht am Anfang hier irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Ich habe dieses letzte Mal bei mir auch nicht gefunden. Es muss ja eigentlich irgendwo... So, was haben wir für eine Waffe? Die brauchen wir jetzt. Die wäre besser hier für die Gegner, die hier gleich kommen. Komm, nimm's auf. Jawohl. Da ist nix, ne? Nö. Hier
Hier immer schön Ressourcen sammeln. Ressourcen können Leben retten. Hallo. Okay. Da kommen sie. Auch alte Bekannte. In leicht abgeänderter Form, glaube ich sogar. Ich habe sie jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, wie sie aussehen im Dead Space 2. Aber ich glaube, die haben hier ein bisschen modifizierte Fresse. Sind noch hässlicher. Ja, stirb! Ich glaube, da holen wir wirklich besser diese Waffe. Obwohl normal. Der Cutter ist am besten normal für die. Kann man schön drehen, da kann man denen da oben ihre Schießtentakel abschießen. Und dann ist da alles geritzt. Ritzratz. Emo-Style. So. Weg! Was willst denn du, hä? Du hast den Kopf verloren. Die verlieren ja auch ein bisschen was. Da ein Schuss, 5 bekommen. Sehr schön. Und wieder mal genau das gleiche Prinzip. Das Erfolgsprinzip. So, hier hätten wir Stasi-Station. Brauchen wir jetzt nicht. Hat er noch was? Nö. So, ich frag mich, wo der das Ding gefunden hat. Boah, und es wird immer dunkler hier. Was haben wir hier? Ein Textlog? Muni. Und sonst nix, ne? Nö. Platinen sind normal immer in solchen, oder was heißt immer, oftmals in solchen Spinden, in so Schränken, so klar mit Glas davor, wie im zweiten Teil, also in solchen, genau in solchen, im zweiten Teil waren da Energieknoten drin, die gibt es ja jetzt nicht mehr, ist ja abgeändert worden. So, jetzt finden wir hier aber Muni. Also die leuchten aber lila, glaube ich, anstatt blau. Das ist so das Erkennungsmerkmal von den Teilen. Norton, sind Sie da? Ja, ich bin hier. Ach, diese Scheiße. Ich wollte Sie erstmal aufhalten. So, dann gucken wir uns hier mal um. Das SOS kommt von irgendwo direkt über mir. Das habe ich das letzte Mal nämlich nicht gemacht. Ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für Sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Ellis Koordinaten. Sehr schön. Medikits. Und dann ziehen wir den Scheiß mal runter. Ach Quatsch, ja, hier oben. Versorgen wir die Bude mal mit Strom. Und das seht ihr schon, da kommen wieder Freunde. Mit dieser Waffe wirkt das Spiel irgendwie wie ein Shooter. Boah, lauf, spring meine ich. So, ihr Schweine. So, den nächsten runterziehen. Jetzt müssen wir dreimal machen. Ach, nachladen hätte man sollen noch vorher. Das wäre vielleicht auch genial gewesen. Ich komme hier vor wie bei Frankenstein im Labor. Was ist denn? Was
so. Aber da kommt ja niemand. Zumindest mal scheint es momentan so. So, aber wir haben ja auch noch einen. Führen wir den auch da unten ein. Schön den Nippel durch die Lasche ziehen. Und da hören wir sie schon wieder. Schieß! Schieß! So. Da müsste noch irgendwo so ein Eingang sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder was heißt Eingang? So ein. So eine Luke. Nische. Niete. Oder aber auch nicht. Da habe ich mich wohl wirklich getäuscht. Was ist denn jetzt der kürzeste Weg zum Steuerpult? Einfach weiterlaufen am besten. Hier müssen wir, glaube ich, hin. Ja, oder? Nein, zunächst müssen wir hier hin, ja klar. Ja. Aktivieren. Hallo, mein Freund, du ekelhaftes Drecksvieh. Hey, wir haben Saft. Der Übergang hat sich gerade geöffnet. Muss ja nicht gegen all Scheiß kämpfen. Rosen, wow. Noch, Sie bleiben hier. Isaac Carver, wir treffen uns an der Spitze. Alles klar. Mach auf. Hab ich gerade beide auf einmal erschossen. Wahnsinn. Dann gucken wir uns natürlich auch noch um. Dann flüchten wir nicht. Geil sieht das Ding aus. Das hat extra Verzierungen, glaube ich auch. Das sind diese Waffen, die man freischaltet oder auch irgendwie auf andere Weise bekommen. Da kann man bekommen kann. Da kann man dann extra Verzierungen auch erhalten. Oh, hallo. Du hast es gefunden. Ey, du Drecksau. Ich wusste bis zu Sturm zu sterben. Captain, ist er das? Ja, das ist er. Also Clark, es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Marco Ops. Und das hier ist Jennifer Santos, unsere kleine Lady mit den großen Grips. Wenn sie wirklich das Markerskript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Ach, nein. Danke, dass du gekommen bist. Halt die Fresse, Schlampe. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich hab dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, los. Nein, noch nicht. Isaac, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das Übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Ja, ich soll hier alles machen, du Wichser, oder was? Ich brauch dich nicht. Geh bitte. Sag niemandem, dass du hier warst. Geh bitte. Ah, da haben wir auch eine Bank. Das trifft sich ja gerade gut. Da können wir nämlich mal die Waffe wechseln. Jetzt erteilen wir alles mal noch. Was haben wir jetzt gerade gefunden? Ein Plasmakern. Jawohl. Können wir einen doppelten Plasmakader bauen. Ich frag mich, was das bringen würde. Als Erstfunktion und als Zweitfunktion. Plasma. Was, da war noch was? Wo war was? Ah, hier. Altmetall. Boah, und hier können wir schön Blick ins Weltall erhaschen. In den Dead Space, Leute. Was ist das? Ach, das ist, glaube ich, die Platine, die er gefunden hat. Ich kann keine Platine mehr aufnehmen. Das ist natürlich traurig. Was können wir denn vernichten? Gar nichts.
Aber wir könnten ja kurz an die Bank gehen. Ich habe nur Angst, dass die Platine verschwindet. So, Plasmakern und Platine Feuerrade. Und jetzt wieder weg. Jetzt haben wir wieder Platz. Die ist jetzt in der Bank eingelöst worden hier. Und das ist Schaden. Ja, das ist tatsächlich die, die da der Trickser gefunden hat. Jetzt habe ich sie auch. Jappadabadu. Da gucken wir mal, was wir Schönes mit dem Zeug anstellen. So, wir wechseln die Waffen. Bank. Genau, safe. So. Medikits mal. Man könnte natürlich auch mal hingehen und ein dickes wegmachen. So, da haben wir das mal auf Reserve. Jetzt holen wir den Planet Cracker mit. Ich glaube, unser Teil, das wir hier gebaut haben, das demontieren wir gerade mal. Das ist nicht so der Bringer. Die Pumpgun, die lassen wir, weil es ein Special ist. Die Missionar. Und weil man damit die Aliens so schön in der Missionarstellung rapen kann. So. Das habt ihr nicht gehört. Jetzt verbessern wir hier. Das Tolle ist, wir können jetzt ohne Probleme, ohne Sorgen, ohne uns Sorgen machen zu müssen, hier alles verbessern. Weil man kann jederzeit die Platine hier wieder entfernen, wie ihr seht, hier bapp, und dann wieder drauf machen. Also das ist dann nichts, ist da verloren. Und dann machen wir noch Schaden hier drauf. So, dann machen wir noch eine hier drauf. Und zwar auf das obere Tool. Die Primärwaffe, die ist zunächst mal am wichtigsten. Die Feuerrate hier noch ein bisschen hoch machen. Ich weiß überhaupt gar nicht, was die für Schüsse abfeuert. Ich habe die noch gar nicht getestet. Und ansonsten war es das eigentlich soweit. Ah, ihr könnt auch hier auf Inhalte zum Herunterladen gehen, aber da gibt es auch noch was, was ich euch später noch zeigen werde. Hier ressourcentechnisch. Da habe ich länger gebraucht, bis ich das rausgefunden habe. Hier die Rationspunkte seht ihr dort unten, ganz unten rechts bei den Ressourcen. Die kriegt man auch später. Und mit denen kann man eigentlich nichts anfangen, habe ich gedacht. Aber dann habe ich gesehen, dass man dabei Inhalte herunterladen kann, man sich verschiedene Waffenteile und so mit diesen Rationspunkten runterladen. Oder auch mit Microsoft Points, was aber natürlich nicht interessant für mich zumindest mal ist. Weil ich will dann, wenn dann, mir das Zeug erspielen und nicht hier mit Points runterladen, mit Geld. Das ist, wow, das ist behindert. Ja gut, jedem so, wie er es gerne hat, aber ich will das lieber spielerisch klären. Ansonsten brauche ich das Spiel eigentlich nicht zu spielen. Wenn ich mir hier ja schon die besten Perks und alles kaufe, das macht ja dann keinen Bock. So, so sieht das Ding aus. Der Vermittler. Ende der Welt steht zuvor und du denkst nur an uns? Ja, genau. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Ja, aber nicht dich! Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Mir geht's um Leben und Tod. Schlampe halt die Fresse. Es wäre mir auch egal. Als ob ich eine Wahl hätte. Ihr Vermittler, der liefert euch. Und jetzt? Wenn man einen Schacht da über seinem Kopf hat, das ist auch nicht so prickelnd. Was? Oh, Scheiße. Was sind wir hier gelandet? Ach, Herr Jemine. Machen wir das wieder. Was wir am besten können. Am Rad drehen, nämlich. Und. Ach, da kann man hier laden. Das ist eine Laserkanone. Ich würde mal gerne wissen, ob man das Ding kaputt schießen kann auch. Laden. Jawohl. Hast du verkackt, Boy. Hä? Ich frage mich jetzt, ob es irgendwas Besonderes gibt, wenn man hier alles zerfetzt von dem Kram. Da unten haben wir das Tentakel. Wir haben das Tentakel am Schlawitschen. Hier, guckt mal da.
Schöne Sache. Hat das was verloren? Eine Flasche. Ja, hast du eine Flasche für die Flasche. Was man da alles so im Nebel findet. Das interessiert mich jetzt. Vielleicht ist da ja auch was Brauchbares drin. Aber ich bezweifle es. So, machen wir weiter. Hier kommen auch noch Gegner. Ich wollte gerade... Ach, Scheiße. Mist. Gerade einen Fehler gemacht. Weil man die Laserkanone ja laden muss, ist die natürlich auch nicht so besonders hier. Gerade für so schnelle Momente ist die nicht gerade geeignet, indem man schnell reagieren muss.